So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Lego Batman 2 DC Super Heroes. Heute mit allen Charakteren und allen Vehikeln. Zunächst erstmal die Schurken tatsächlich. Und dafür müsst ihr einfach nur an diese roten Säulen jeweils fliegen. Und damit schaltet ihr jeweils ein Bösewicht sozusagen frei, sobald ihr diese Konsolen aktiviert habt. Wird auch gleich angezeigt, welcher Ganovis ist sozusagen. Sobald... Das ist die Erde. Wie kann man sowas nur ertragen? Sobald die Ladezeiten eben rum sind. Und natürlich, lasst euch nicht irritieren vom Charakterroster. Ich werde immer gleich sozusagen zu dem Charakter hingehen und den holen, den ich nach der Reihenfolge, wie ich die Karte aufgedeckt habe. Kann aber auch sein, dass ich schon andere Charaktere habe. Von daher lasst euch gar nicht vom Charakterroster verwirren. Nehmt einfach die Timestamps in der Videobeschreibung. Und so findet ihr auf jeden Fall den passenden Charakter, den ihr braucht. Als nächstes schalten wir am Wasserwerk die Konsole frei. Wie gesagt, damit schaltet ihr auch Spawnpunkte innerhalb der Karte frei. Also gleichzeitig sehr praktisch dann fürs Reisen. Und damit schalten wir frei. Na, wer wird sein? Killer Croc. Den Hunger des Krokos möchten wir stillen, aber dazu müssen wir erstmal tatsächlich den Giftschleim drumherum wegmachen, dort wo der gespawnt ist sozusagen. Denn vorher taucht Killer Croc nicht auf, bevor wir den Giftschleim hier nicht gelöst haben. Das Wasser übrigens für den Tank bekommt ihr im Meer sozusagen. Also ihr könnt dann zum Meer reingehen und euch dort Wassernachschub holen, falls euch etwas fehlen sollte. Sobald ihr das dann gemacht habt, taucht Killer Croc auch auf. Und kann besiegt werden sozusagen. Dann kommt nochmal diese Cutscene, aber ich habe das zweite Mal diese Cutscene rausgeschnitten, weil wir haben es ja schon einmal gesehen sozusagen. Halt zweimal brauchen wir diese Cutscene dann doch nicht, würde ich sagen. Ist halt 1:1 dieselbe, bloß dass sie diesmal nicht über den Bildschirm übertragen wird, sondern halt in Real Life sozusagen. Aber ey, das wäre absolut unnötig, das mit reinzuschneiden. Genau. Und dann könnt ihr Killer Croc raufen, nachdem ihr ihn ein bisschen massakriert habt. Als nächstes schalten wir die Konsole hier in diesem Bereich frei. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Bereich das ist, aber wir sehen ja die Karte dann eh gleich, welcher Bereich das ist, sozusagen. Und zwar der Bereich U-Bahnhof Nord. Damit schalten wir Ra's al Ghul frei. Wer mehr aus sich macht als nur einen Mann, der wird zum Superman. Nein, das stimmt so nicht. Eine Legende. Ja, eine Legende. Batmans alter Lehrmeister, auch der wird einfach nur regulär besiegt tatsächlich, da passiert meistens nicht viel. Manche Charaktere brauchen vorher noch ein kleines Rätsel, wie bei Killer Croc, wo wir dann eben das Gift wegmachen müssen, aber ist auch nicht so dramatisch. Der nächste Charakter oder die nächste Anlage wird am Theater am Hafen freigeschalten. Damit schalten wir nämlich den Mad Hatter frei. Genau. Ja, du hast Matt im Namen, so ist er nicht, ne? Genau, gelegentlich schicken die dann ihre Handlanger vor. Die müssen dann erst besiegt werden, bevor dann tatsächlich der tatsächliche Gegner sozusagen besiegt werden kann. Ihr seht hier schon, Matt Hatter schickt erstmal seine Handlanger vor, bis wir ihn dann selber angreifen können. Aber auch das soll kein Thema sein. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Nutzt wie gesagt immer die Timestamps in der Videobeschreibung, wenn ihr einen ganz bestimmten Charakter noch, wenn euch noch ein ganz bestimmter Charakter fehlen sollte. Das sollte äußerst hilfreich sein. Den nächsten Charakter, dazu müsst ihr die Konsole tatsächlich erstmal mit dem Laser aufspringen. Manche Konsolen sind auch so gesichert. Das kann passieren, aber ihr habt ja Superman sowieso freigeschalten. Und dieser schaltet einmal das Gebiet rummelfrei und Scarecrow damit. Scarecrow ist tatsächlich sehr offensichtlich in diesem Kürbis drin. Der wird sich erstmal vergrößern. Ihr müsst erstmal diese Anlagen nebendran tatsächlich kaputt machen. Bis ich das gemerkt habe, hat es einen Moment gedauert. Habe ich durch Zufall dann mehr oder weniger ausgeschalten. Aber sobald ihr die Anlagen kaputt gemacht habt,
könnt ihr auch Scarecrow angreifen. Das Ganze dreimal natürlich wieder. Und Scarecrow gehört euch. Übrigens, es werden nicht alle Charaktere in diesem Video gezeigt, denn einen bekommt ihr erst nach dem Bonus-Level. Und das habe ich noch nicht gemacht sozusagen. Das kommt erst nach den 100% Parts. Und auch ein Fahrzeug wird in diesem Video noch nicht gezeigt. So, hier brauchen wir einmal Flash, um tatsächlich die Konsole aufzubauen. Denn nur mit Flash, der kann diese rot-gelben Teile sozusagen zusammenbasteln. Und damit das Gebiet namens Yachtclub freischalten. Dafür kriegen wir einen wichtigen Charakter. Du denkst, du kannst mich aufhalten? Ich bin Lex Luthor. Nämlich Lex Luthor, der ja auch für Minikits und alles sehr, sehr relevant ist. Einer der wichtigsten Charakter, die man freischalten muss, würde ich behaupten. Neben Joker vielleicht. Und das war deswegen auch einer der ersten, die ich freigeschalten habe. Tatsächlich, wie gesagt, lasst euch von diesem Roster gar nicht irritieren. So, nächster Charakter ist Poison Ivy. Das heißt, wir sind wahrscheinlich jetzt auch am Botanischen Garten, nehme ich mal an. Ja, genau. Und Poison Ivy ist tatsächlich ein bisschen die nervigste, weil für die müssen wir ein kleines, ja, die müssen wir so ein bisschen verfolgen. Ist ein bisschen nervig, ich habe es ein bisschen zusammengekürzt, glaube ich. Auf jeden Fall müsst ihr erstmal das Tor zum Botanischen Garten überhaupt aufmachen, damit ihr zu Poison Ivy rankommt. Das macht ihr mit dem Gefahrenanzug und dann erscheint Poison Ivy dort in der Mitte. Genau, und anschließend müsst ihr im Botanischen Garten, also sie wird euch auch angezeigt, halt, aber im Botanischen Garten irgendwie... Dort hin und her zu fliegen ist auch ein bisschen nervig. Nehmt am besten einfach einen normalen Charakter, dann dauert zwar ein bisschen länger, aber naja, gut. Und halt der Pfeil ist auch so ein bisschen manchmal mehr irritierend als alles andere. Aber sobald ihr sie gefunden habt, müsst ihr sie einfach hauen. Und dann verschwindet sie und taucht an einer anderen Stelle auf und das Ganze halt zweimal. Also das ist ein bisschen nervig, aber naja, was soll's. Naja, was soll's, ne? Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Müssen wir mit leben. Tun wir auch. Also dann Poison Ivy, ja, hier auch der ein oder andere Schnitt, weil ich dann doch gelegentlich mit Flash runtergefallen bin und dann doch lieber einen normalen Charakter genommen habe. Wie gesagt, ihr könnt rein theoretisch auch fliegen, aber die Flugsteuerung, furchtbar, furchtbar tatsächlich. Also ich weiß nicht, wer die programmiert hat, aber der gehört verprügelt. Und natürlich das Ganze noch ein drittes Mal. Ist, glaube ich, auch wirklich die Charakterin, für die man am längsten braucht wahrscheinlich so, weil man halt diese... Ortschaften erst nach und nach aufsuchen muss. Bisschen nervig, aber was soll's. Bisschen nervig, aber hey, was soll's. Wenn ihr sie dann habt, dann lohnt die sich, weil die braucht ihr auch für das ein oder andere Level tatsächlich zwingend. Daher auch eine der ersten, die ich freigeschalten habe. Als nächstes kommt der Captain Boomerang tatsächlich. Der wartet im Arkham Asylum auf euch. Die Konsole dazu findet ihr hier. Ihr seht ja mal auf der Karte auch, wo die Konsole ist sozusagen. Der weiße Punkt ist immer die Konsole und der Charakter erscheint mit. Wenn du versuchst, mich loszuwerden, dann bin ich gleich wieder da. Captain Boomerang, auch so ein Charakter, der in Suicide Squad tatsächlich eingeführt wurde. Mehr schlecht als recht, aber er wurde eingeführt. Ne? Captain Boomerang müsst ihr selber mit dem Boomerang besiegen, sonst trefft ihr ihn nicht tatsächlich. Also er wird euch nicht nah genug kommen lassen, dass ihr ihn angreifen könnt. Aber sobald ihr ihn dreimal ausgeschalten habt, ist er euer. Als nächstes kommen wir zu Harley Quinn. Dazu gibt es auf dem Rummelparkplatz sozusagen nochmal eine extra Konsole. Diese schaltet dann den Parkplatz um Rummel frei, nehme ich an. Hier war tatsächlich so ein bisschen das schnell weg, aber wie gesagt, die ist halt am Rummel, da, die solltet ihr finden. Das ist nicht das Thema, der Parkplatz vom Rummel, den findet ihr auch. Halt wie gesagt, ich weiß nicht, warum das so schnell verschwunden ist, da diese Aufzählung da, also diese Karte halt. Wie gesagt, das war nicht ich, das war kein Schnitt, das war tatsächlich so vom Spiel. Kann ich nichts für, leider. Kann ich nichts für. Aber Harley Quinn auch freigeschalten. Als nächstes holen wir uns die Killermotte, aka Killermoth. Die befindet sich an der Kathedrale nicht, sondern am Stadtpark, irgendwie so. Kraftwerk, okay, am Kraftwerk. Habe nie was gesagt.
Den finde ich fast am spaßigsten tatsächlich, weil man hier das Licht so ein bisschen ausschalten muss, aber ansonsten auch wieder sehr repetitiv mit den Bossfights und so. Also halt so ein paar, die sich unterscheiden, aber halt viele, die dann auch sehr repetitiv ist hier. Hier geht es tatsächlich eher so um das Licht. Der zieht Kraft aus dem Licht und das Licht müsst ihr mal ausschalten. Und dann könnt ihr ihn erst angreifen. Das ist so, ja, machbar. Generell gibt es drei Arten von Charakteren, die ihr freischalten könnt. Einmal die Bosse sozusagen, die ihr halt mit diesen Terminals freischaltet und dann irgendwo auf der Map erscheinen. Dann halt noch so eine goldene Tore, wofür ihr verschiedene goldene Steine braucht. Und dann auch so Handlanger, die einfach random auf den Straßen auftauchen, sage ich mal. An bestimmten Stellen oder was heißt an bestimmten Stellen, an mehreren Stellen eigentlich auch. Genau. So, als nächstes sind wir im Stadtpark, dort erstmal wieder das Terminal aufsprengen und dann gibt es einen von Supermans gefährlichsten Gegnern und einer, der in Batman 3 tatsächlich eine große Rolle spielt. Nämlich Brainiac, der wie gesagt in Lego Batman 3 dann tatsächlich eine etwas größere Rolle spielt. Und dort der Main Villain ist sozusagen. Ganz interessant. Aber gut. Hier ein Side-Character, dann Main Villain. So, als nächstes haben wir etwas, was wir mit Flash wieder zusammenbasteln müssen. Das dürfte jetzt bei Ace Chemicals sein, wenn mich nicht alles täuscht, dem Charakter nach zu urteilen. Ich habe mir die Charaktere ja übrigens so ein bisschen aufgeschrieben. Was ich wahrscheinlich noch in der Videobeschreibung ergänzen werde, weil man ja für manche Tore so goldene Steine braucht, kommen wir dann hinzu. Sage ich euch dann. Also bei den Charakteren, wo man goldene Steine verbraucht, da werde ich wahrscheinlich in der Videobeschreibung ergänzen, wie viele goldene Steine ihr benötigt. Daher guckt da ruhig drauf, wen ihr benötigt und wie viele goldene Steine ihr braucht, weil das habe ich jetzt mir nicht aufgeschrieben und kann es da jetzt schlecht im Video tatsächlich sagen. Aber wie gesagt, ergänze ich in der Videobeschreibung, denke ich, wenn ich dran denke, wenn ich erinnert mich. So, als nächstes am Strand von Gotham. Wer macht eine bessere Beachfigur als? Wer wird es wohl sein? Ja, Bane ist es. Bane hat halt auch einfach den Beachbody, muss man schon mal so sagen. Ne? Was anderes haben wir gar nicht erwartet. Ja, wunderbares Spiel von Tom Hardy natürlich damals. Von der Physis her auch sehr, sehr passend. Aber ja, Bane hätte ich jetzt eher weniger am Strand erwartet. Aber gut, ne? Irgendwen müssen wir ja am Strand platzieren. Dann ist es halt Bane. Dann ist es halt mal Bane. Genau. Als nächstes sind wir am Zoo in Gotham. Und im Zoo leben, also es gibt ja verschiedene Tiere im Batman-Universum, verschiedene Tierbösewichte, aber einen ganz prägnanten. Der gar nicht viel dazu sagt, außer nämlich der Pinguin Oswald Cobblepot. Und natürlich müsst ihr erstmal seine Pinguin-Handlanger besiegen, aber das sollte kein Problem sein. Sobald ihr die dann besiegt habt, könnt ihr den Pinguin selbst dann einfach mal massakrieren. Und der Pinguin ist auch äußerst wichtig, weil das ist einer der wenigen Charaktere, die sprengen können neben Batman im Poweranzug. Und wenn ihr einen Poweranzug nicht habt, dann braucht ihr den Pinguin tatsächlich zum Sprengen. Mir fällt zumindest kein anderer Charakter ein, der es noch kann. Falls ihr einen habt, der es noch kann, dann schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich wüsste es jetzt nicht persönlich. So, wenn ich mir die Liste ansehe, wüsste ich auch niemanden, wer es können sollte noch. Aber hey, Pinguin ist freigeschalten und damit ein weiterer wichtiger Charakter in unserem Roster. Als nächstes, jetzt kommen wir aber zur Kathedrale. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, wenn ich mir den Namen hier so durchlese, wer jetzt kommt. Ich habe es mit meiner Kathedrale, ne? Irgendwie auch den letzten Part schon. Aber ja, die Kathedrale in Gotham beherbergt Man-Bat. Auch der weiß sich gepflegt auszudrücken. Besser hätte ich es gar nicht sagen können. Muss ich ganz ehrlich mit euch reden, besser hätte ich es nicht sagen können. Hört ihn erstmal auf seiner Glocke mit Hilfe eines Laserstrahls und danach könnt ihr ihn einfach gepflegt aufs Maul geben. So sagen wir das hier mal.
Genau. Man-Bat. Next Character, den ihr freigeschalten habt. Einer meiner ersten. So, als nächstes kommen wir zu Supermans Erzfeind sozusagen. Wer auch immer das sein mag, DC-Fans kennen sich sicherlich aus. Den finden wir am U-Bahnhof Süd. Zod ist jetzt dein Meister. Ja, und es ist General Zod, der mein Meister werden möchte. Sehe ich noch gar nicht so ein, aber wenn er das sagt, müssen wir das erstmal so akzeptieren. Mal gucken, wie das klappt. Ne? Übrigens, für ein goldenes Tor brauchen wir dann 250 goldene Steine. Daher habe ich den Charakter noch nicht. Am Ende des Tages wird einer am Roster fehlen. So, als nächstes sind wir hier, glaube ich, an diesem Leuchtturm-Dingen. Ich weiß gar nicht, wie das Gebiet heißt, aber das ist so eine kleine Insel, die nochmal abgelegen ist von der Hauptinsel. Ganz unten südlich auf der Karte. Gotham Observatorium, ein Observatorium. Meine ich das nur, oder ist es wirklich sehr kalt hier drin? What killed the dinosaurs? The Ice Age! Arnie Schwarzenegger mit dieser legendären Mr. Freeze Performance, die ein bisschen albern wirkt, aber irgendwie, ich habe den Film noch nie gesehen tatsächlich, aber ich kenne die Memes, ich kenne die Memes. Der Mann kennt seine Memes aus Batman und Robin ist es, glaube ich, ne? Batman und Robin müsste es sein. Ja, aber wie gesagt, einfach mal wieder auf die Schläger draufhauen, um am Ende den eiskalten Typen hier eiskalt zu erwischen, sozusagen, ohne dass er euch eiskalt erwischt. Manchmal könnt ihr ihn auch zweimal treffen, warum auch immer. Aber hey, Mr. Freeze ist nun in eurem Repertoire. Als nächstes kommen wir zu einem ehemaligen Schauspieler. Basil Carlo ist, glaube ich, der bürgerliche Name, wenn mich nicht alles täuscht. Und der wartet an der Bank in Gotham. Sagte, ich könnte alles werden, was ich wollte. Alles. Und das kannst du auch, Clayface. Mit Clayface habe ich irgendwie eine ganz besondere Bindung. Ich mag den und würde ihn echt gerne mal in Live-Action tatsächlich sehen. Aber ich weiß nicht, das war so einer der ersten Batman-Charakter, den ich kennengelernt habe, durch halt Lego Batman, das erste Videospiel, weil das ist ja der erste Boss. Den fand ich damit irgendwie ganz cool. Ich weiß nicht warum, aber den mochte ich. Auch weil der stark war, glaube ich. Deswegen irgendwie habe ich da so eine Affinität für den. Als nächstes kommt eine Dame. Nämlich Catwoman an der Gothamer Polizei. So schaut's nämlich aus. Auch die Dame einfach aufs Maul geben. Hier gehen wir jedem gleich am Maßen aufs Maul. Hier wird niemand berücksichtigt. Denn ich glaube, an der Klinik müsste das jetzt sein. Schalten wir Hush frei. Hush weiß ich gar nicht genau, wer das ist. Ich bin kein so großer Comicleser, aber den gab es auch schon in Batman 1. Hey, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Aber cool sieht er aus. Und ein Geheimnis kann er mir gerne verraten. Wer bist du denn? Hier war es tatsächlich ein bisschen schwierig, irgendwie auf das Gebäude raufzukommen und dann drauf zu bleiben, weil der einen ziemlich gut runterstoßen kann halt. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil ihr nur ein begrenztes Schlachtfeld habt. Aber ihr kriegt das hin, da bin ich mir sicher. So, als nächstes einen legendären Mann mit zwei Gesichtern. Ich denke, ihr wisst, wen ich meine. Ein legendärer Mann. An der Stelle des Rathauses, genau. Diese Stadt braucht eine starke Führung. Oder vielleicht auch nie. Ja, Rathaus passt ja auch zu ihm, ne? Ist ja ehemaliger Bürgermeister der Stadt Gotham. Auch hier wieder ein paar Schläger zerknüppeln und dann am Ende Two-Face zerknüppeln. Anders wird's nicht. Anders wird's nicht. Ihr kennt das Spielchen. Ihr kennt das Spielchen mittlerweile. Genau. Und dann haben wir nur noch einen Schurken. Also einen Main-Villain sozusagen. Dann haben wir noch diese Handlanger, die man auch freischalten kann. Zumindest ein paar. Und dann kommen wir auch schon zu den Heldenfiguren, die alle hinter goldenen Steinen sozusagen platziert werden.
ein bisschen nervig teilweise, aber wie gesagt, Anzahl der goldenen Steine, die ihr braucht, schreibe ich dann in die Videobeschreibung, weil ich da nicht weiß, wie viele es wirklich teilweise sind, die man braucht. Ich habe die einfach nach und nach freigeschalten, halt. So am Ende des, ich habe glaube ich erst die goldenen Steine gesammelt und dann habe ich die Charakter freigeschalten. Daher, nicht wundern bitte. Nicht wundern, dass ich dazu keine Zahlenangaben machen kann und das da auch nicht steht irgendwie. Aber gut, Two-Face ist damit unser. Und als nächstes gibt es noch ein kleines Rätsel. Na, mir fehlt noch in diesem Repertoire. Ihr seht ihn da eigentlich schon im Roster, aber was ist grün und auf dem Dach von Wayne Tower? Hat gelegentlich auch mal ein Rätsel parat. Ich weiß ja nicht. Und wird gespielt von Jim Carrey. Und von Paul Dano. Nicht vergessen. Rätsel in Ehren, Batman. Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Welche Interpretation mögt ihr mehr? Jim Carrey oder Paul Dano? Halt Paul Dano in The Batman und Jim Carrey in Batman Forever. Habe ich auch nie gesehen tatsächlich. Aber gut. Also ich mag die Paul Dano-Variante. Paul Dano ist aber sowieso ein brillanter Schauspieler. Von daher bin ich da, habe ich da ein Herz für Paul Dano als Riddler, der vielleicht nicht mehr ganz so so slapstick-mäßig aussieht wie Jim Carrey noch einst. Und halt so ein grünes Outfit mit dem Stock und so, das passt auch nicht mehr zu dem The Batman. Übrigens, grandioser Film halt. Ein bisschen langgezogen vielleicht, aber trotzdem sehr, sehr guter Film. Und da sagt man auch, Robert Pattinson könnte keine gute Fledermaus spielen, ne? Jaja, vom Vampir zu Fledermaus. Schon interessanter Werdegang, ne? Aber Riddler ist nun in unserem Repertoire. Als nächstes kommen die Handlanger-Schurken. Die findet ihr an verschiedenen Stellen. Ihr müsst da einfach ein bisschen gucken, wo ihr einen findet. Besiegt einfach ein paar dann von denen, die auf euch zukommen. Ich glaube, das hier ist am Theater oder so. Und nach ein paar Besiegen könnt ihr die dann kaufen. Der Clown auch überall im Gange am Krankenhaus findet ihr einen Lexbot. Zum Beispiel Two-Face-Schläger sind die nächsten und die findet ihr, glaube ich, vorwiegend am Strand. Genau, am Strand von Gotham sind wir hier. Und dann fehlt noch ein Schläger, der Riddler-Schläger. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir hier genau sind. Ich glaube an der Kathedrale oder so ähnlich. Oder am, ja, irgendwie so. Irgendwie so. Findet ihr schon, da bin ich mir ganz sicher. Und als nächstes kommen wir zu den Toren. Als erstes Aquaman, der braucht glaube ich 75 oder 80 goldene Steine, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das habe ich mir so ungefähr gemerkt. Also der braucht relativ viel schon. Dann haben wir hier einmal oben im Bereich eine weitere goldene Tür, die Dick Grayson, einen späteren Robin, beherbergt. Der Robin in seiner menschlichen Gestalt sozusagen, also in seiner bürgerlichen Form. Dann haben wir die Freundin von Superman in diesem Tor, nämlich die Reporterin Lois Lane, die ich eigentlich nur mit roten Haaren verbinde durch den Film Man of Steel. Und im Emily Clark hieß die nicht, keine Ahnung, wie auch immer. Dann haben wir natürlich den werten Herrn Butler, Alfred, immer ein treuer Weggefährte von Batman. Als nächstes ein ganz, ganz Standard-Charakter am Arkham Asylum, nämlich dem Polizisten. Sehr, sehr simpler Charakter. Als nächstes haben wir eine Bogenschützin namens Huntress an dieser Stelle von Gotham. Interessant, ein bisschen Hawkeye von DC kann man schon fast sagen. Dann haben wir eine relativ wichtige Charakter, je nachdem, ob ihr Man-Bat oder die zuerst freischalten wollt, weil das ist Black Canary, die kann ähnlich schreien wie halt Man-Bat. Relativ wichtig tatsächlich. Dann haben wir als nächstes Hawkman. Nicht Hawkeye, sondern Hawkman. Der hat eine lustige Kappe auf und einen Morgenstern. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Dann ein weiteres Mitglied der Justice League oder gelegentliches Mitglied der Justice League. Ist der nächste ein Alien namens Martian Manhunter. Gut. Wo Hawkman ist, kann auch ein Hawkgirl nicht weit sein. Wusste ich auch nicht, dass es die beiden gibt, aber gibt es scheinbar. Schön und gut, Hammer. Und wo Batman nicht weit ist, da gibt es natürlich noch jemanden, der
Die weibliche Form hat nämlich Batgirl. Nicht Batwoman, aber Batgirl haben wir zumindest. Dann brauchen wir natürlich noch, noch Superman in seiner menschlichen Form. Sagen wir es mal so. Nämlich jeder kennt ihn, Clark Kent. Dann die gute Seele und das Herz von Gotham am nächsten Point. Nämlich an der Gothamer Polizei. Wer kann es denn sein? Der Commissioner Gordon natürlich. Wichtige Seele. Dann natürlich noch die Geheimidentität Batmans, beziehungsweise die bürgerliche Name Batmans. Oben auf dem Wayne Tower. Wer soll es sonst anders sein als Bruce Wayne? Und wir schließen das Ganze dann ab mit einem nicht weniger nennenswerten Charakter als keine Ahnung wer es ist. Und danach kommen die Fahrzeuge dann. Wir schließen das Ganze nämlich ab mit Vicky Vale, wer auch immer das ist. Damit haben wir schon mal alle Charakter. Und gleich geht's weiter mit den Fahrzeugen im Anschluss. Das sind übrigens zwei separate Videos, daher nicht wundern bei der gecutteten Audiospur. Aber das werdet ihr sicherlich gleich merken. Genau, ein Charakter ist gesperrt. Dafür brauchen wir 250 goldene Steine und die bekommen wir erst mit dem Bonuslevel. Also bis gleich. So, kommen wir nun zu den Fahrzeugen. Als erstes zum Mega-Autoscooter, den ihr am Rummel findet. Karte ist wie immer eingeblendet und auch alle Timestamps zu den Fahrzeugen sind natürlich in der Videobeschreibung. Weiter am Rummel finden wir noch Harley Quinns Monster Truck. Ein tolles Gefährt sicherlich. Ein ganz, ganz tolles Gefährt. Dann am Yachtclub, wo sollte sie auch anders sein? Die LexCorp Limousine. Prachtvolles Auto für einen prachtvollen Club. So muss es sein. Nicht ganz so prachtvoll, aber ganz, ganz toll. Batmans Autoscooter in der schäbigsten Ecke, die ihr finden könnt. Dann, Cinderella wäre stolz auf uns, denn wir finden jetzt ein Kürbisauto. Keine Kürbiskutsche, aber ein Kürbisauto immerhin. Ist ja auch was Feines, nicht wahr? Dann schalten wir mal ein Bötchen frei. Nämlich dort in der Ecke finden wir Killer Crocs Rambo. Wofür auch der immer ein Rambo braucht, der kann doch einfach schwimmen, denke ich. Als nächstes ein weiteres LexCorp-Gefährt. Oben in den Lüften finden wir LexCorps Micro VTOL, was auch immer das heißen mag. Was auch immer das heißen mag. Dann ein weiteres Fahrzeug ist Banes Bohrer, den wir hier so am Seiten, am Straßenrand finden können. Dann wieder ein tolles neues Boot, nämlich ein weiteres Rennboot. Jokers Rennboot. Auch der Joker hat aus irgendwie ominösen Gründen ein Rennboot, aber warum nicht, ne? Dass der Joker außerdem noch hat, ist ein ganz toller Bagger. Warum nicht? Wer braucht nicht auch mal einen Bagger als Joker, ne? Und nun ein weiteres Joker-Fahrzeug, Jokers Hubschrauber, der auf einem Dach ist. Ja, wundervoll. Ja, wundervoll. Jetzt kommen wir nicht mehr zu Joker-Fahrzeugen, sondern zum einfachen Nachrichtenauto. Das musste ich tatsächlich ein bisschen suchen, wenn man es gar nicht so leicht findet, aber das ist ein bisschen unscheinbar, sage ich mal. Aber irgendwann findet man es. Wo das Nachrichtenauto nicht weit ist, kann der Nachrichtenhubschrauber auch nicht fern sein, nicht wahr? Und nun haben wir noch ein kleines Motorrad an einer Straßenecke, nämlich Catwoman's Motorrad. Außerdem auf einem der Dächer ist ein toller neuer Polizeihubschrauber, mit dem wir mal ein bisschen rumfliegen könnten. Außerdem im Wasser an der rechten Ecke im Mittelfeld sozusagen finden wir ein kleines Speedboot. Ist doch auch was Feines. Jetzt ein ganz, ganz besonderes Fahrzeug, was zu einem besonderen Gegner gehört, nämlich Brainiacs UFO. Ein unbekanntes Flugobjekt, das muss auch mal sein, nicht wahr? Jetzt wird es ein bisschen wieder bodenständiger, denn hier an den Docks finden wir ein Angelboot. Auch das muss sein. Bleiben wir doch weiter mal bodenständig und sammeln dabei noch einen kleinen Feuerwehrwagen ein. Als nächstes wird es wieder ein bisschen opulenter, sage ich mal. Ein riesiges Fahrzeug möchte ich fast meinen, nämlich der LexCorp Lastzug. Bisschen opulenter, aber hey, ne? Jetzt geht's aber wieder runter. Jetzt bleiben wir wieder bodenständig, nämlich beim Polizeiauto. Und bei der Polizei bleiben wir auch gleich, denn es gibt natürlich noch einen Polizeieinsatzwagen, sogenannter. Genau. Als nächstes gehen wir mal ein bisschen auf den Grund der Tatsachen, nämlich am Wasser gibt es ein tolles neues U-Boot für uns. Penguins U-Boot, um genau zu sein.
Jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen ins Zivil und wollen natürlich mal dem einen oder anderen Menschlein helfen. Ein Krankenwagen, der wird in Gotham sicherlich viel genutzt. Ein Fahrzeug gibt es übrigens auch erst, nachdem man das Bonus-Level gemacht hat. Daher fehlt eins am Ende des Tages, aber Two-Face-Truck können wir zumindest einsammeln. Und das letzte Fahrzeug ist das Boot der Clownschläger. Und damit verabschiede ich mich schon mal. Ich hoffe, der Guide hat euch geholfen. Abonniert, kommentiert, aktiviert die Glocke. Bis dann, sage ich Schizikowski. Bis zum nächsten Mal, euer Flass TV. Bye, bye.